I'm happy on my own, making coffee just for one, and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done, I'm never running behind. You're never on my mind. No longer there to make me comb my hair, fix my tie, or kiss me goodbye. Swear I'm happy on my own. No one to worry where I am, or waiting for me to come home. Staying up till 3 a.m. I'm always out on the town. You're nowhere to be found. And when our song comes on, I just hum along and order another round. On my own, at least most of the time. I guess some of the time, maybe none of the time, I'm happy, happy on my own. Meine Lieben, und willkommen zurück in der Hobby-Ecke. Meine Lieben, heute ist Samstag und eigentlich habe ich mir heute so viel vorgenommen, noch zu schaffen. Aber irgendwie sind wir dann noch in der Stadt gewesen und dann haben wir einen Mittagsschlaf gemacht. Und der Mittagsschlaf hat irgendwie viel länger gedauert als geplant. Naja, und jetzt ist der Tag schon wieder fast vergangen, aber ich wollte ja so gern noch Plätzchen backen. Das gehört ja zu Weihnachten oder zur vorweihnachtlichen Zeit ja auch dazu. Und habe ich gedacht, das muss ich heute noch mal mit euch machen. Und ihr seht schon, ich habe hier schon ein paar Geschenke hingelegt und ein bisschen Geschenkpapier. Da werde ich morgen auf jeden Fall noch die letzten Päckchen zusammenpacken mit euch. Mein Ranunculus ist ja inzwischen auch fertig, wie ihr gesehen habt. Der trocknet aber gerade noch und hoffentlich ist er dann morgen fertig, dass ich ihn nochmal zeigen kann hier im Video, dass ihr ihn also nochmal in all seiner Pracht sehen könnt. Ja, aber für heute Abend, es ist jetzt gleich 5 Uhr, werde ich nicht mehr ganz so viel
Trubel veranstalten, sondern nur noch gemütlich mit euch die Plätzchen backen. Hab ein ganz einfaches Butterplätzchenrezept. Ich finde, da muss gar nicht immer so viel Shishi dran. Ich weiß, einige Leute aus meiner Familie, die haben es richtig drauf, die unterschiedlichsten und tollsten und filigransten Plätzchen und Kekse herzustellen in der Weihnachtszeit. Aber ich persönlich mag diese Butterkekse am liebsten, die sticht man aus, da macht man so ein ganz bisschen Glasur drauf und dann ist man schon fertig. Und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Ich habe gerade auch schon den Sauerbraten geschüttelt. Das wird es nämlich bei uns an Heiligabend zu essen geben. Den Sauerbraten mit Aachener Printensoße, also richtig lecker. Und dazu gibt es Kräutersemmelknödel und rote Beete-Semmelknödel. Ja, da habe ich mir schon das ein oder andere Rezept rausgesucht und ja, wir freuen uns schon sehr. Das ist wirklich ein Rezept, das wir schon 4-5 Mal gemacht haben. Jetzt nicht zu Weihnachten, aber so im Herbst der vergangenen Jahre. Und das schmeckt einfach so lecker. Mit einem ganz leichten Rotwein dazu. Perfekt. Freuen wir uns schon sehr drauf, weil wir bei uns natürlich wieder zu Heiligabend das Essen veranstalten. Und da soll es natürlich was ganz Besonderes geben. Ich weiß ja nicht, was esst ihr denn immer so zu Heiligabend? Ich kenne das aus Vorpommern noch so, dass wir eigentlich nur Kartoffelsalat gemacht haben. Dann gab es ein paar Klopse dazu oder Buletten oder Frikadellen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und ein paar Bockwürste. Manchmal gab es auch noch ein Schnitzel dazu. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gab es dann Ente. Und am dritten haben wir einfach nur die Reste gegessen. Ja, das war also ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen einfacher, aber eben nicht unbedingt einfacher, aber halt anders, ne? Der gute alte Kartoffelsalat, ja. Da könnte ich auch mal wieder einen machen. Naja, aber hier ist es so Brauch in Westfalen, dass man Heiligabend auch ein schönes Essen zaubert. Und das kann man ganz gut vorbereiten, so ein Sauerbraten und die Knödel auch. Und wenn wir dann aus der Kirche kommen, dann schmeiße ich die Knödel nur noch ins Wasser und die Soße wird dann sicherlich auch schon fertig sein und der Braten sowieso. Dann haben wir gar nicht mehr viel Arbeit, das alles schön vorzubereiten. Ja, da freue ich mich wirklich schon über die Maßen. Das wird lecker. Aber jetzt nehme ich euch erstmal mit in die Küche. Da habe ich nämlich schon meine kleine Backstation aufgebaut in der Weihnachtsbäckerei. Und ich werde die heute wahrscheinlich noch abbacken. Und morgen werden wir sie dann verzieren. Ich merke immer noch, dass die Erkältung so ein bisschen mir in den Knochen steckt und ich doch noch etwas mehr Pause brauche. Deswegen haben wir wahrscheinlich heute auch 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Das kommt nicht von ungefähr. Dann werden wir jetzt erstmal schön mit dem Teig arbeiten und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, meine Lieben, hier ist schon der Teig vorbereitet. Der muss jetzt natürlich noch wieder ein bisschen weich geknetet werden. Der hat schon den halben Tag im Kühlschrank verbracht. Hier drüben habe ich jetzt schon mal die ganzen Förmchen zum Ausstechen bereitgelegt. Ich habe hier nur so eine kleine Auswahl getroffen. Ich habe natürlich noch deutlich mehr, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Chaos. Deswegen habe ich jetzt nur die hergenommen, die ich am schönsten finde. Der von Clara ist auch dabei und witzigerweise habe ich auch den großen Bruder dazu schon. Aber die werde ich dann auf jeden Fall auch noch benutzen, so einen kleinen Teddybär. Sternschnuppe, das Engelchen darf natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt machen wir uns mal ein bisschen die Hände schmutzig. Auf geht's! Noch einen fleißigen Helfer gefunden. Na, willst du mitmachen? Ja. Na dann, bewaffne dich mal mit den Cookie-Cuttern. Los geht's! Thank you.
So, meine Lieben. Kann man schon mal essen. Ach, hat Spaß gemacht. Kurz und schmerzlos. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Plätzchen backen macht schon irgendwie Spaß, aber darf für mich auch nicht zu lange dauern. Deswegen sind diese Butterplätzchen mit ein bisschen Garnitur drauf genau das Richtige. Eine Portion, zwei Bleche und fertig ist die Laube. Das ist halt eine schöne Tradition zu Weihnachten oder zur Adventszeit, deswegen mache ich das trotzdem immer gerne. Aber das darf für mich auch nicht zu lange dauern. Mit diesem Teig und diesem Mehl rumgeöle, das muss zack zack gehen und ja, dann hat man ein paar schöne Plätzchen. Die werde ich mit euch morgen dann noch schön verzieren. Das werde ich heute nicht mehr schaffen. Es ist jetzt gleich 19 Uhr. Hendrik ist gerade noch mal eine Runde raus spazieren mit seinem Vati. Und ich glaube, ich werde es mir heute nur noch gemütlich machen. Ich werde jetzt noch meine Jogginghose anziehen, noch ein bisschen stricken an meinen anderen Projekten und den Tag dann ganz langsam ausklingen lassen. Und morgen muss ich ja dann noch ein paar Geschenke verpacken und da nehme ich euch auf jeden Fall auch noch mal mit. Und ja, dann ist Vlogmas 2022 auch schon wieder vorbei. Ich mache mir jetzt aber erst noch einen heißen Tee, hau mich auf die Couch und dann sehen wir uns morgen frisch und munter zum Geschenke verpacken wieder. Bis dahin. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen nochmal zurück in der Hobby-Ecke. Heute ist Sonntag, der 4. Advent. Und wenn ihr das Video seht, wenn es hochgeladen wurde, dann wünsche ich euch einen wunderschönen 4. Advent. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Bei uns ist es heute mal wieder kalt. Mit Wind und sonst was. Und es ist richtig frostig draußen. Umso schöner, dass jetzt mein Ranunculus fertig ist. Tada! Ich muss natürlich noch die Feen vernähen, aber ja, er ist jetzt fertig gestrickt, fertig gewaschen, fertig geblockt. Er ist noch ein bisschen kalt, das spricht ja immer noch dafür, dass er noch nicht ganz durchgetrocknet ist. Aber ich will ihn jetzt gerne einmal vor euch anziehen. Tada! Ja, wie ihr sehen könnt, ist er doch noch etwas gewachsen. Sorry. Schaut mal die Ärmel bitte. Also ja, Knitting for Olive scheint noch sehr zu wachsen, aber ich finde es super. Es kann nicht besser sein. Ja, ich bin sehr happy, dass der so geworden ist. Er hat genau die richtige Länge. Ich finde, er hat genau die richtige Fluffigkeit. Also ihr seht schon richtig, wie schön der Fall ist von diesem Teil. Die Farbe ist natürlich auch der Knaller. Mein Lebkuchen, wie ich immer so schön gesagt habe. Habe jetzt was Schwarzes drunter. Da sieht man auch das Lace ganz toll. Und die Ärmel sind extra lang geworden. Und dazu muss ich euch noch mal ein bisschen was erzählen, denn als wir aus München zurückgefahren sind, habe ich den zweiten Ärmel angefangen zu stricken. Und ihr kennt bestimmt die Technik, damit man unter dem Arm so Löcher an den Übergängen vermeidet, wo man für den Körper angeschlagen hat, kann man ja in der ersten Runde ein paar mehr Maschen aufnehmen, als man braucht. In der zweiten Runde strickt man die einfach zusammen, so dass man dann auf die Anzahl an Maschen kommt, die man tatsächlich für den Ärmel braucht. Habe ich auch alles gemacht, aber ich habe vergessen, in der zweiten Runde die zwei Maschen, die ich extra aufgenommen hatte, abzuketten bzw. zusammenzustricken. Und deswegen habe ich jetzt am linken Ärmel zwei Maschen mehr und der Ärmel ist dann eben auch zwei Maschen
breiter als auf der rechten Seite, aber das interessiert mich wie eine Wasserstandsmeldung. Ja, aber so ist er jetzt geworden. Er ist schön oversizig, er sitzt wunderbar. Die Ärmel sind super lang, das ist ja der Wahnsinn. Ich mag das ja, wenn man die Hände so ein bisschen im Pullover verstecken kann, aber auch wenn man ihn so umschlägt. Man kann es ja auch noch so ein bisschen runterziehen, dass man noch so ein kleines Detail von den linken Maschen sieht. Ja, und so sieht dann mein Ärmel aus. Also umgeschlagen hat er dann die perfekte Länge. Kann man natürlich auch wieder so ein bisschen in die Hose oder ins Kleid stecken, damit er einen schönen Fall hat. Und das ist ja so mein Standard-Outfit. Ich bin total happy. Ich bin so froh. Das ist einfach wunderschön. Hier sieht man jetzt gerade noch so ein paar Falten, aber ich denke, die werden sich mit der Zeit nachher aushängen. Und ja, meine ganze Hand ist fast bedeckt, wenn ich das so umkremple, aber es ist super schön geworden. Also, falls ihr noch keinen Ranunculus gestrickt habt, ich kann es euch nur empfehlen. Der ist so schön. Die Muster, die sind so einfach und die Größe, die kann man ja nachher bestimmen, wie man möchte, weil bis zu der Passe alle Größen gleich gestrickt werden. Und dann, je nachdem, wie viele Raglan-Runden man macht, entsprechend wächst ja dann auch der Ranunculus in die entsprechende Größe, wobei ja die Ärmel nicht ganz so stark mitwachsen wie der Körper, beziehungsweise hier werden ja dann nachher noch deutlich mehr Maschen zugenommen. Schön! Ja, meine Lieben, was heute noch ansteht, ich habe es gestern schon kurz erwähnt, ist natürlich, dass ich noch ein paar Geschenke für Weihnachten verpacken möchte. Dazu habe ich mir hier schon meinen ganzen Tügelkram zusammengeräumt, den ich gleich brauche zum Verpacken und die Sachen zum Verpacken an sich auch. Und das räume ich jetzt gleich mal rüber und dann zeige ich euch, wie die denn jetzt die Plätzchen geworden sind. Auch da gilt wieder, ich habe da jetzt kein Hermann von gemacht. Ich habe einfach nur so ein bisschen Puderzucker mit Zitrone und Wasser vermischt und ein paar bunte Streusel drauf gemacht, so wie ich das im Kindergarten schon gemacht habe. Und das reicht für mich auch und das ist trotzdem ein bisschen schön. Die Plätzchen gehören ja für mich auch tatsächlich so zur Weihnachtszeit, versuche jedes Jahr immer welche zu machen, aber das darf auch nicht zu lange dauern, weil mir macht halt auch nicht alles Spaß und man muss auch nicht in allen Bereichen Überflieger sein. Aber ich zeige euch erstmal, wie die aussehen und dann verpacken wir schön Geschenke. Und so sind sie jetzt geworden, also wirklich ganz karo einfach, aber trotzdem ganz niedlich und wunderbar. Schaut mal, hier ist auch der Keks von Claras Keksausstecher, der im Adventskalender war. Das ist ein ganz niedliches Detail. Ich habe erst überlegt, ob ich hier noch mit verschiedenen Farben so ein kleines Strickmuster rauf mache, aber ich habe für sowas keine Zeit. Ja, aber das ist so der Standard-Plätzchen-Look, den ich bevorzuge. Das reicht mir für die Weihnachtszeit völlig aus und ich bin sehr zufrieden. Und ich habe von einem Unternehmen in London erfahren, das heißt die Biscuitiers. Und die machen unglaubliche Kekskreationen und unglaubliche Kuchen und Macarons. Ihr könnt es hier gerade schon so ein bisschen im Bild sehen. Also das ist der absolute Knaller, was die drauf haben. Das ist so fein und filigran und wunderschön und die Boxen dazu. Also das ist der absolute Knaller. Und wenn ihr auf der Suche nach etwas ganz, ganz Besonderem seid, dann seid ihr, glaube ich, bei den Biscuitiers an der richtigen Stelle. So viel dazu also. Meine Lieben, ich habe beschlossen, dass ich den Ranunculus einfach anlasse. Ich bin total happy damit. Oh, das ist so schön. Und es ist einfach immer wieder so ein Beweis dafür, wie toll Stricken und Handarbeiten ist und welche Möglichkeiten man hat, je nachdem, welche Materialien man verwendet. Da kann man immer wieder die unterschiedlichsten Looks erzielen. Und es gibt noch so viel zu lernen, mein Gott, wenn man sich überlegt, welche Stricktechniken es so auf der Welt gibt, was man alles so an kleinen Hacks lernen kann. Also das ist einfach sagenhaft und das ist das schönste und tollste Hobby der Welt. Und ihr merkt schon, wie begeistert ich bin und wie ich für die Sache brenne. Und ich muss da immer an den Song Dancing in the Dark von Bruce Springsteen denken. Der hat ja auch gesungen, You can't start a fire without a spark. Du kannst kein Feuer entzünden ohne einen Funken.
Und ja, der Funken, der ist bei mir schon lange, lange übergesprungen. Und bei mir ist es schon kein Feuer mehr, sondern ein Großbrand. Es ist einfach sagenhaft und es ist auch so schön, wie durch die heutige Technologie es möglich geworden ist, dass wir uns Handarbeitsbegeisterte alle verbinden können, kennenlernen können. Das habe ich jetzt auch in den letzten Vlogmas-Videos gemerkt. Nicht nur die ganzen netten Damen und Herren aus der Mercerie, die ich kennenlernen durfte, auch ganz viele Leute, die mir hier geschrieben haben, ihr, die mir geschrieben habt. Und ich habe sogar eine wunderschöne Weihnachtspostkarte von einer Zuschauerin von meinen Videos bekommen. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich ganz zauberhaft. Das ist eine wunderschöne Weihnachtslandschaft, die handgemacht ist. Also alles fein ausgeschnitten und draufgeklebt. Wunderschön. Vielen Dank. Man soll ja niemals nie sagen, aber ich habe nicht vor, in den nächsten Jahren mit dem Stricken aufzuhören. Das ist eine absolute Sucht. Es soll einfach ewig so weitergehen und immer wieder neuen Spaß machen. Wenn ihr diesen Pullover so nachstricken wollt, dann will ich euch noch den Tipp geben. Also ich habe ja zwei Knitting for Olive Merino Stränge zusammengehalten und einen Mohair Strang verwendet. Da habe ich ja auch erst gedacht, oha, der ist aber ganz schön schwer und ganz schön dick. Naja, dann wird er schön warm halten. Aber nach dem Waschen ist er bestimmt noch mal so um 20-30% gewachsen. Und ihr seht jetzt schon, was er für einen schönen Fall hat. Also wie er sich so hier ganz wunderschön drapiert. Er ist wirklich noch mal sehr gewachsen. Und ist jetzt aber auch super luftig und fluffig und zart. Und man merkt ihn gar nicht, wenn man ihn trägt. Aber es ist trotzdem so eine angenehme Wärme und eine ganz zarte Umarmung, würde ich fast sagen. Also das wäre nochmal mein Tipp an dieser Stelle. Er ist einfach so schön. Okay, meine Lieben. Ich werde mich jetzt erstmal aus der Küche zurückziehen. Natürlich gibt es heute noch Kochen mit Sarah van Draat. Also es geht ja gar nicht anders. Bevor wir das aber starten, werde ich erstmal die Kekse wegpacken und dann treffen wir uns gleich wieder zum Geschenke verpacken. Ich muss mal gerade auf die Uhr schauen. Im Fernsehen läuft jetzt gleich auf dem NDR Sindbad und das Auge des Tigers und da muss ich mal so eine kleine Offenbarung platzieren, denn ich bin ein absoluter Filmnerd und auch gerade so die ganz alten Filme, die kriegen mich einfach immer wieder. Nicht nur die Marilyn Monroe und Audrey Hepburn Filme, sondern eben auch sowas wie Sindbad und das Auge des Tigers oder Sindbad siebte Reise oder Odysseus oder sonst was. Also diese ganzen alten Schinken, auch gerade die so aus den 60er Jahren, die finde ich so schräg, so cool. Allein die Special Effects, die sind so schlecht, aber auch so gut gemacht gleichzeitig, dass ich das einfach immer wieder gerne schaue und das ist auch so ein bisschen ein Sprung in die Vergangenheit, denn früher zur Weihnachtszeit, so vor 20 Jahren, habe ich die auch schon ganz gerne geguckt und das hat irgendwie auch dazu gehört, diese alten Schinken zu gucken. Ja, und da freue ich mich jetzt sehr drauf, das mache ich jetzt gleich so ein bisschen im Hintergrund an und verpacke dann noch die letzten Geschenke. Hendrik ist gerade mit seinem Fadi raus, die meinen dann doch der Eiseskälte standhalten zu wollen, also mir wäre das zu kalt, ich gehe vielleicht später nochmal eine kleine Runde. Aber jetzt schnack ich nicht mehr lange, sondern schreite zur Tat.
meine Lieben, jetzt sind die letzten Geschenke auch schon verpackt. Eins ist noch unterwegs für Hendriks Vati. Das werden wir dann wahrscheinlich noch kurz vor knapp dann zurechtpacken und schön verpacken. Und ich wollte euch noch mal so ein bisschen was erzählen zu einem kleinen Etsy-Shop, den ich schon vor einer ganzen Weile entdeckt habe. Und zwar heißt er Into the Plants. Das ist eine junge Frau aus Deutschland, die wunderschöne Karten illustriert. Und sie hat eben einen Etsy-Shop und sie ist auch auf Instagram. Das ist jetzt hier so ein bisschen kleine kostenlose Werbung wieder an dieser Stelle. Habe ich alles selber bezahlt. Aber ich wollte euch trotzdem davon erzählen, weil ich die Motive so wunderschön und zuckersüß finde. Und der Versand, der ging super schnell. Also falls ihr euch dazu entschließen solltet, da nochmal shoppen gehen zu wollen, die junge Frau, die hat das wirklich super schnell verschickt. Also es war innerhalb von, ich glaube, ein oder zwei Tagen schon im Briefkasten bei mir. Es war wunderschön verpackt. Ich habe sogar noch eine kleine liebe Nachricht dazu bekommen. Ja, und der Name ist bei ihr Programm, wie ihr sehen könnt. Sie ist also eine große Pflanzenliebhaberin und dementsprechend sind auch ihre Motive. Und sie hat jetzt gerade ein wunderschönes Weihnachts-Postkarten-Set im Shop gehabt mit 5 Karten. Ich habe jetzt leider nur noch 2 da, weil 3 habe ich schon an meine Familie nach Vorpommern verschickt. Aber die, die ich hier habe, wollte ich euch gerne nochmal zeigen. Und da haben wir einmal dieses wunderschöne Ensemble mit verschiedenen großen Socken und da wachsen dann Pflanzen raus. Also ganz allerliebst, Merry Christmas steht drauf, ist eine Postkarte und man kann sich auch die passenden Umschläge gleich mitliefern lassen. Und ich habe den hier, den finde ich ja persönlich ganz besonders süß. Und zwar ist das der kleine Gnom, der auf dem Pflanzenregal sitzt. Also ganz, ganz niedlich, ganz wunderschöne kleine Details, wunderschön gemalt. Ja, das wollte ich unbedingt mit euch teilen, weil ich das wirklich super süß finde. Das ist eben von einem kleinen Unternehmen aus Deutschland. Und ich dachte, es war jetzt die perfekte Gelegenheit, sie mal zu unterstützen und diese wunderschönen Grußkarten zu kaufen. Ich glaube, sie hat auch noch ein paar im Shop. Zum Schreiben braucht man natürlich auch einen Stift und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einen Job, bei dem alles über den Rechner läuft, also einen komplett digitalen Job. Ich könnte von jedem Ort der Welt quasi über eine VPN-Verbindung arbeiten und bräuchte keine Stifte mehr. Deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass ich im privaten Bereich immer noch mal so ein bisschen mit der Hand schreibe und wenn es Tagebuch ist oder Reisetagebuch oder was auch immer. Und da habe ich jetzt vor kurzer Zeit Caveco entdeckt, ist ein deutscher Hersteller von wunderschönen Schreibutensilien und ich habe mich hier für diesen winzig kleinen Füller entschieden. Der hat auch so eine wunderschöne Permutfarbe. Könnt ihr jetzt vielleicht so ein ganz bisschen sehen. Der ist relativ kurz auf den ersten Blick, aber wenn man ihn aufmacht und hier einmal feststeckt, dann kann man ganz wunderbar mit dem schreiben. Und ganz ehrlich, ich habe schon ganz lange nicht mehr einen Füller gehabt, wo ich eine Patrone reingemacht habe und ich konnte sofort losschreiben. Also das war für mich jetzt auch wieder der Fund des Jahres tatsächlich. Ich schreibe wirklich unheimlich gerne mit Füller, auch wenn meine Schrift nicht die schönste ist. Aber das tut der Sache keinen Abbruch und ich habe wirklich viel Freude mit Füllern zu schreiben. Ich habe sogar noch meinen ganz alten Füller, mit dem ich in der Grundschule das Schreiben gelernt habe. Das war so ein rosa Füller, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hersteller hieß. Ich schreibe es euch mal hier rein. Ja, aber bei dem musste man halt immer ganz schön viel Pflege betreiben und immer ganz schön doll auf dieser Patrone rumdrücken, bis dann endlich mal genug in der Feder war, sodass man schreiben konnte. Aber hier war es so, ich habe die Patrone reingesteckt, ich habe losgeschrieben und seitdem nicht mehr aufgehört. Also falls ihr auch noch jemanden habt, der gerne schreibt, leidenschaftlich gerne schreibt, dann kann ich euch die Füller von Caveco empfehlen. Die sind nicht ganz günstig. Meiner hat jetzt ein bisschen über 20 Euro gekostet, was für ein Füller nicht gerade wenig ist, aber natürlich gibt es nach oben keine Grenzen. Aber falls ihr noch ein Geschenk sucht und ja die Möglichkeiten habt, dann kann ich euch auf jeden Fall diese Füller empfehlen. Die sind einfach spitzenmäßig. Ich schreibe damit jetzt noch meine Grußkarten. Musik.
So, meine Lieben, jetzt habe ich erstmal die ganzen Karten fertig und die Geschenke sind auch alle eingepackt. Beim Schreiben ist mir gerade warm geworden, deswegen musste ich erstmal meinen Ranunculus ausziehen. Und außerdem wollen wir ja jetzt noch lecker kochen. Und damit der schöne neue Strickpullover nicht gleich nach Essen riecht, habe ich den nochmal so ein bisschen versteckt. Inzwischen ist meine bessere Hälfte auch schon wieder da. Hallo! Hallo! Na, war es kalt draußen? Ja, arschkalt. Also, ich habe jetzt hier in der Küche auch schon mal so ein bisschen meine Sachen zurechtgelegt für die Bolognese. Zeige ich euch gleich mal, was bei mir so reinkommt. Und dann kochen wir endlich los. Das letzte Mal kochen mit Sarah van Draat zu Vlogmas 2022. Ich bin ja schon ein ganz bisschen wehmütig, ne? Aber noch ist es ja nicht vorbei. Jetzt lasst uns erstmal noch ein bisschen kochen. So, hier habe ich schon mal meine ganzen Ingredienzien hingestellt, die wir gleich für die Bolognese-Soße brauchen. Wie gesagt, so oft habe ich das noch nicht gemacht, aber so nach gesundem Menschenverstand hätte ich jetzt mal eine Karotte da reingemacht, ein bisschen Stangensellerie, Tomatenmark darf natürlich nicht fehlen, Knoblauch, ganz wichtig, Zwiebel, Hackfleisch, gehackte Tomaten natürlich, etwas Gemüsebrühe. Oder Delikatessbrühe. Ich habe hier noch so ein bisschen trockenen oder halbtrockenen Rotwein. Da mache ich noch einen ganz kleinen Schuss mit rein und balanciere die Säure dann nachher so ein bisschen noch mit Zucker. Aber jetzt heißt es erstmal schnippeln und anbraten. Und dann gibt es nachher auch bald lecker Essen. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt noch mal mit euch in die Hobby-Ecke zurückverzogen. Meinen heißen Tee werde ich jetzt noch genießen. Zitronenverbene, sehr lecker, sehr zu empfehlen. Den muss ich jetzt erstmal irgendwo hinstellen. Ja, meine Lieben, und ihr wisst ja, was das bedeutet. Einige Videos haben ja hier schon auf diesem
ja, Hocker ihr Ende gefunden. Aber bevor ich euch ganz Tschüss sage, müssen wir natürlich noch gucken, was heute im Adventskalender war. Heute ist ja der 18. Und ich habe natürlich schon gespickert. Also ich halte das ja immer nicht aus. Ich bin ja die Ungeduld in Person manchmal und habe schon geguckt, was drin ist. Und zwar gibt es heute einen wunderschönen Cremeton mit ganz vielen bunten Sprenkeln. Und dazu gab es heute noch ein bisschen Bling Bling und zwar ein paar wunderschöne Maschenmarkierer in meinen Lieblingsfarben, verschiedene Blau- und Grüntöne und hier ist sogar ein Steinchen dabei, das so aussieht, als hätte es schon eine kleine Patina. Die sehen so aus. Ich meinte diesen hier, der sieht ja grandios aus und auch der in der Mitte mit diesem Kupferstich. Wunderschön, ganz toll. Zauberhaft. Ich liebe diese Maschenmarkierer. Clara hat einfach einen wunderbaren Geschmack, was diese kleinen Nippsachen angeht. Herrlich. Ja, meine Lieben. Und damit sind wir am Ende dieses Vlogmas-Videos angekommen und auch am Ende von Vlogmas mit Sarah van Draht. Heute ist der 4. Advent. Nächsten Samstag ist Weihnachten bzw. Heiligabend und dann kommt Weihnachten. Ist nicht mehr lange hin. Ich hoffe sehr, dass ihr eine schöne kleine Auszeit immer mit mir hattet. Und dann mache ich es mir natürlich auf der Couch noch ein bisschen gemütlich und werde die ganzen, ja, offenen Fäden noch an meinem Ranunculus vernähen, damit ich den dann auch ganz stolz tragen kann. Der Ranunculus war ja ein Gemeinschaftsprojekt mit meiner Schwiegermama zusammen. Die hat ihren Pullover jetzt auch schon fertig und muss auch nur noch die Enden vernähen und das gute Stück waschen und blocken. Und dann werden wir an Heiligabend bestimmt um die Wette strahlen und ganz stolz unseren Ranunculus tragen. Das war auch so ein schönes Ritual, dass wir zusammengesessen haben und Tee getrunken haben, Lebkuchen gegessen und einfach eine schöne Zeit zusammen hatten. Und das steckt eben auch so ein Stück jetzt in diesem Ranunculus-Strickteil drin. Und das ist ja auch das Schöne, dass man in so Strickprojekte gute Wünsche und schöne Erinnerungen reinstricken kann. Und immer wenn man vielleicht ein besonderes Lesteil sieht, erinnert man sich daran zurück, ja, als ich das gestrickt habe, da habe ich das und das erlebt. Und das ist einfach eine schöne Verbindung zwischen dem Erlebten und dem Gestrickten. Und das ist einfach auch was ganz, ganz Tolles. Ich werde diese Woche auf jeden Fall noch die Ruhe vor dem Sturm genießen, denn als eher introvertierte Person sind so gesellschaftliche Anlässe mit diesen ganzen unterschiedlichen großen und kleinen Erwartungen immer recht anstrengend für mich, weil so Gesellschaft und Zusammensitzen, das ist alles wunderbar, aber ich kann das nicht so lange. Da brauche ich dann auch mal einen Moment Rückzugszeit, um wieder etwas Kraft zu tanken in meiner Hobby-Ecke oder beim Stricken auf der Couch. Aber das wissen die auch alle und von daher bin ich da relativ entspannt. Aber das ist ja nicht bei allen so und viele laden sich vielleicht viele Gäste ein und haben dann ganz viel Stress mit dem Kochen. Das haben wir die letzten Jahre auch hin und wieder gemacht. Aber wir lernen ja aus unseren Fehlern und wir lernen ja auch, uns besser kennenzulernen und was wir leisten können und möchten am Heiligabend, damit das auch für uns schön wird. Und ich hoffe, dass ihr da auch so eine Balance für euch gefunden habt oder finden könnt, dass ihr eine wunderschöne Weihnachtszeit habt, dass ihr euch schön entspannen könnt, viel stricken oder sticken oder häkeln oder nähen, was euer Herz begehrt. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr auf jeden Fall mit einem neuen Strick-Podcast wieder. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung, für eure Zugewandtheit, auch an alle neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Schön, dass ihr hier seid. Macht's euch bequem. Und dann bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten und tschüss.